Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video seht ihr, geht es so ein bisschen um das Thema Drechseln und ich werde euch mal meine Top 3 Spannmethoden zeigen, die ich immer wieder benutze und die in meinen Augen so die wichtigsten sind, wenn es halt so um das Thema Drechseln geht. Gerade wenn du neu beim Drechseln bist, ist das Video hier bestimmt ganz praktisch, weil als ich mit dem Drechseln angefangen habe, wusste ich einfach nicht, was ist das, wann benutzt man das hier idealerweise und. Deswegen versuche ich dir in diesem Video so ein bisschen Aufklärung darüber zu geben. Kleine Information vorab, wenn dich das Thema Drechseln interessiert, dann kann ich dir dieses Video empfehlen. Das ist ein Video von mir, in dem zeige ich dir, wie ich aus einem Stück Brennholz eine ganz, ganz schöne Schale drechsel. Und gerade wenn du auch mit dem Drechseln anfängst, ist das vielleicht ein cooles Video, weil du einfach weißt, mit was man auch eine schöne Schale zaubern kann. Schau dir aber am besten als erstes dieses Video an, denn das, was ich dir jetzt zeige, habe ich in dem Video einfach angewandt. Wenn ihr gerade neu mit dem Drechseln anfängt, dann empfehle ich eigentlich immer so mit der Längsholzdrechslerei anzufangen, weil da braucht man einfach nicht so viel Werkzeug, um anzufangen. Man braucht zum Beispiel kein Spannfutter oder. Denn was man theoretisch nur braucht, ist ein Vierzackmitnehmer. Der kommt auf die Spindelstockseite und einmal eine mitlaufende Zentrierspitze. Die drückt dann von der rechten Seite aufs Holz und das Holz wird dann quasi mittig eingespannt. Das ist so die simpelste Art der Drechslerei. Wie gesagt, ich empfehle es auch ganz gerne, weil man nicht so viel Zubehörwerkzeug braucht. Und das Erste, was man hier wirklich überprüfen sollte, ist der Lauf von den beiden Spitzen. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass die ganz genau mittig übereinstimmen, weil wenn die außermittig stehen oder halt eben sich nicht in der Mitte treffen, dann eiert das Holz so ein bisschen und die Maschine, man hört es dann auch so ein bisschen, dass die ein bisschen rumort. Das, was ich jetzt mache, mache ich tatsächlich jedes Mal. Und zwar setze ich jetzt als erstes mal meinen Vierzackmitnehmer hier ein und setze dann noch auf der rechten Seite, auf dem Reitstock, die mitlaufende Zentrierspitze ein. Bei dieser Drechselbank ist es nämlich so, dass wir den Spindelstock drehen können. Das ist dann in manchen Fällen ein bisschen ergonomischer halt eben zu drechseln. Hat aber auch eben den Nachteil, dass man es quasi auch bei der Drechselbank immer wieder nachstellen muss, wenn man dann etwas zwischen den Spitzen spannen möchte. Hier ist zwar normalerweise so ein Arretierpin dabei, der sollte eigentlich gewährleisten, dass das genau fluchtet, aber es ist halt eben nicht so genau, dass man es nur mit diesem Arretierpin machen kann. Deswegen richte ich das Ganze einmal schnell aus. Da hängt noch ein Stück Holz drin. Ups. Um das Ganze halt eben ganz genau einzustellen, nehme ich mir einmal den Reitstock und schiebe den hier ganz nah vor den Vierzackmitnehmer. Wir sehen jetzt hier so ein bisschen den Unterschied und zwar steht der Reitstock quasi zu weit nach außen gedreht. Das können wir jetzt in dem Fall einfach ein bisschen einstellen, bis es halt eben genau mittig übereinstimmt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das hier ganz genau ist. Wenn das nämlich nicht der Fall ist und ihr jetzt hier auf der Stirnseite etwas einspannen würdet, mit einem Spannfutter zum Beispiel und möchtet von der Seite mit einem Forstnerbohrer ein Loch vorbohren, und das Ganze steht so, dann könnt ihr euch vorstellen, dass sich das Holz dreht und ihr quasi schräg in das Holz versuchen tut zu bohren. Und das funktioniert einfach nicht gut. Also ihr bohrt irgendwie was, aber die Maschine rumort wirklich, so wie ich es eben schon beschrieben habe. Deswegen speziell, wenn ihr was bohren möchtet, ganz, ganz wichtig, immer überprüfen, ob die Spitzen übereinstimmen. So, das haben wir getan und jetzt können wir das Holz vorbereiten. Nehmen wir einfach mal an, ich möchte jetzt hier dieses schöne Stück Meranti rund drechseln. Dann muss ich es natürlich erstmal hier zwischen den Spitzen richtig einsetzen. Wenn man genügend Material hat, dann kann man das einfach frei Auge hier reinfädeln. Und wenn man genügend Druck mit dem Reitstock aufbringt, dann funktioniert das auch gut. Aber gerade wenn ihr neu mit dem Drechseln anfängt, empfehle ich eigentlich immer, zuallererst mal den Vierzackmitnehmer hier einzuschlagen, dass halt eben hier diese Mitnehmer das Holz auch wirklich mitnehmen und halt eben nicht durchdrehen. Und beziehungsweise, also dann dreht sich halt dieses Werkzeug durch. Ganz, ganz wichtig, tut das nicht mit einem Hammer aus Metall, sondern mit einem Holzhammer. Wenn ihr hier immer mit einem Metallhammer draufschlägt, dann verschlägt ihr halt irgendwann hier oben diese Spitze, die bördelt sich so ein bisschen rum und das ist nicht so gut für das Werkzeug. Aus dem Grund besser einen Holzhammer wählen. Das Ganze markiere ich mir dann meistens einfach hier mit meinem Meterstab. Ich mache dann einfach hier ein Kreuz. Jetzt haben wir hier schon mal die Mitte und anschließend nehme ich mir meistens den Vierzackmitnehmer. Ich hatte mal ein eigenes Werkzeug, das war einfach quasi ein spitzer Nagel, da habe ich den damit dann vorher eingetrieben. Aber mit dem Vierzackmitnehmer funktioniert das genauso gut. Im Gegensatz, es funktioniert sogar besser. Ihr seht, das ist jetzt richtig eingeschlagen, das hält jetzt auch hier drin. Und hier sehen wir halt einfach, dass wir die Mitnehmer auch eingeschlagen haben. Und wenn wir das Holz später hier reinsetzen, dann haben wir einen noch besseren Grip. Das mache ich auf der anderen Seite ebenfalls. Dort ist es eigentlich nicht notwendig, dass wir das mit dem Vierzackmitnehmer machen, weil wir halt eben diese Mitnehmerspitzen dort nicht im Holz brauchen. Es geht aber ein bisschen einfacher, es funktioniert auch. Ihr könntet auch einen normalen Dorn nehmen. Aber ich mache es meistens, weil man es sowieso gerade mit dem Werkzeug tut, dann auch mit dem Vierzackmitnehmer.
Das lasse ich jetzt eigentlich, manchmal, wenn es halt eben hält, dann direkt im Holz und setze es damit auch in den Reitstock ein. In dem Fall hält es nicht, ist aber auch kein Riesenthema. Anschließend können wir wieder den Vierzack-Mitnehmer in den Reitstock setzen. Übrigens, wenn ihr euch noch eine Drechselbank zulegen möchtet, habe ich dazu auch ein eigenes Video auf meinem Werkzeugcheck-Kanal hochgeladen. Da zeige ich so in meinen Augen die beste Drechselbank, wenn ihr anfangen möchtet. Es ist einfach die günstigste und dafür kann ich schon relativ viel. Das findet ihr oben rechts im Eck. Das könnt ihr euch ja nach diesem Video anschauen, wenn ihr noch auf der Suche nach einer preisgünstigen Drechselbank seid. Nachdem wir das jetzt hier in der Mitte jeweils markiert haben, können wir das einfach hier einsetzen. Wir können den Reitstock noch dazu nehmen. Und jetzt ist das schon mal ganz lose hier drin. Wir haben hier extra das Ganze ein bisschen eingeschlagen, damit das jetzt nicht mehr durchdreht und das tut es auch nicht mehr. Und jetzt können wir halt langsam so ein bisschen Druck aufbringen, damit es beim Drechseln da noch nicht durchdreht. Hier schon mal vorab ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Ganze jetzt drechselt und ihr relativ viel Span abnehmt, dann ist das natürlich ziemlich viel Kraft hier drauf. Je nachdem, welches Holz ihr drechselt, Mirandi ist ein relativ weiches Holz, kann es irgendwann passieren, dass der Vierzack-Mitnehmer durchdreht. Bei härterem Holz passiert das meistens nicht, aber deswegen einfach der Tipp, zieht beim Drechseln manchmal so ein bisschen den Reitstock nach, dass die Spannkraft wieder ein bisschen hergegeben ist und das Holz halt nicht zu lose hier zwischen den Spitzen geführt wird. Gerade noch hierzu eine Sache, wenn ihr das Ganze jetzt bearbeitet, ist die Höhe der Messerauflage auch natürlich entscheidend. Wenn ihr zu hoch sitzt, dann habt ihr einen blöden Winkel zum Drechseln. Es funktioniert meistens alles, aber halt eben nicht so gut. Gerade so bei Durchmessern bis so 18 cm kann man eigentlich sagen, dass die Messerauflage auf Drehmittelpunkt sein sollte. Das ist einfach die Höhe, bei der die Spitze von eurer Mitnehmerspitze oder bei eurer Zentrierspitze ist. In den meisten Fällen ist das gut. Wenn ihr mit spezielleren Werkzeugen arbeitet, wie zum Beispiel mit einem Schaber, variiert dann hier so ein bisschen die Messerauflagenhöhe. Aber nehmen wir einfach mal an, dass ihr das jetzt mit einer Röhre runddrechseln möchtet, dann ist der Drehmittelpunkt die geeignete Höhe, um halt eben die Messerauflage einzustellen. Also die Messerauflage ist jetzt in etwa auf Drehmittelpunkt eingestellt. Wenn ihr größer oder kleiner seid, dann kann man das wie gesagt auch so ein bisschen variieren, aber die Drehmittelpunkthöhe ist eigentlich immer so ein kleiner Anhaltspunkt, damit man weiß, auf welcher Höhe man drechseln sollte. Was auch wichtig ist, jetzt in dem Fall, ist einfach, dass ihr mit der Messerauflage nicht zu weit weg seid und halt auch nicht so nah, dass das Holz irgendwie verkeilt. Aus dem Grund am besten immer einmal Probe drehen von Hand. Am Holzstück kann man es natürlich auch drehen, damit das Holz eben halt nicht hier verkantet. Und jetzt kann man theoretisch auch schon anfangen zu drechseln. Jetzt noch ein kleiner Tipp, wenn ihr hier zum Beispiel etwas abstechen möchtet. Wenn ihr das Ganze rund gedrechselt habt und zum Beispiel mehrere Felder einfach abstechen möchtet oder das Teil in der Mitte trennen möchtet, muss man das nicht an der Bandsäge machen. Da kann man einfach einen Abstechstahl nehmen und kann es dann quasi auf der Maschine abstechen. Hier ein kleiner Tipp, der, denke ich, oft nicht beachtet wird. Wenn ihr das Ganze am Abstechen seid und unten nur noch so 12, 15, 18 mm Restmaterial da ist, solltet ihr so ein bisschen den Druck vom Reitstock runternehmen. Wenn ihr den Mitnehmer gut eingeschlagen habt, dann hält das wirklich erstaunlich gut und relativ lange, wenn ihr nicht mehr so dicke Späne abnimmt. Aber wie gesagt, wenn ihr etwas abstecht und hier vorne zum Beispiel einen Deckel von einer Dose abtrennt, dann solltet ihr beim letzten Schnitt, so die letzten paar Millimeter, solltet ihr wirklich so ein bisschen den Druck runternehmen von dem Reitstock. Weil wenn ihr den Druck einfach da lässt, dann kann es halt vorkommen, dass euer Werkzeug erstmal ein bisschen verklemmt. Und wenn ihr halt eben mit einem dünneren Werkzeug danach drechselt und es halt nicht mehr verklemmt, drückt ihr in den meisten Fällen das Holz dann zusammen und ihr habt kein sauberes Endergebnis. So ein kleiner Tipp dazu. Und das war es auch eigentlich schon so mit den Basics zwischen Spitzen spannen. Hier noch eine kleine Sache. In meinen Augen ist es nicht notwendig, hier die Ecken runterzuschneiden. Das habe ich ganz, ganz früher gemacht. Wenn ihr frisch anfangen tut zu drechseln, ist das vielleicht sinnvoll. Aber normalerweise kann man das mit einer Formröhre, Schubröhre sehr, sehr schnell auch direkt an der Drechselbank machen. Das war es jetzt zum Thema Längsholz. Diese ganzen Spannmethoden kann man so ein bisschen variieren. Je nachdem, was ihr an Längsholz drechselt, könnt ihr auch die nächste Spannmethode so ein bisschen unterstützend benutzen. Aber beim Längsholz war es das eigentlich. Das waren jetzt, wie gesagt, so die Grunddinge, die man beachten sollte, speziell mit dem Druck vom Reitstock nachstellen bzw. die Spannung wegholen. Das war es zum Längsholz und jetzt kommen wir zum Querholz. Kurze Info nochmal dazu. Längsholz ist halt eben so, wie das Holz jetzt aufgespannt ist. Und wenn ihr zum Beispiel Querholz drechseln möchtet, das sind jetzt die nächsten zwei Sparmethoden, die ich euch zeigen werde, dann ist das Holz quasi quer angeordnet und deswegen spricht man auch von Querholz. Ich habe jetzt mal schnell was geholt und zwar ist das hier ein kleiner Schalenrohling. Das ist ein Stück Buche, das habe ich mit der Bandsäge vorher vorgeschnitten und daraus könnte man jetzt eine Schale drechseln. Wie fängt man damit an, das Ganze zu spannen?
Ich zeige euch jetzt einmal mal so die bewährte Methode, mit der ihr auch viel, viel größere Objekte drechseln könnt, und zwar ist das die Planscheibe. Mit der Planscheibe könnt ihr quasi das Holz zum ersten Mal aufspannen, um dann eben die Außenseite von einer Schale vorzudrechseln. Danach kommt dann eine andere Spannmethode, die zeige ich euch gleich, aber wir fangen jetzt erstmal mit der Planscheibe an, wenn es ums Thema Querholz geht. Das hier ist dieses Teil. Das ist eine relativ kleine Planscheibe. Kurze Information vorab, die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Ich habe schon sehr, sehr große Planscheiben gesehen. Theoretisch sind die, wenn man es von der Theorie her nimmt, besser, wenn man größere Holzschalen drechselt. Aber mit hier so einer kleinen Planscheibe habe ich auch schon Schalen mit 60 cm Durchmesser gedrechselt. Funktioniert sehr gut. Das sind zwei Dinge, auf die ihr vielleicht so ein bisschen achten solltet, wenn ihr euch so ein Teil kauft. Zuallererst ist es sehr, sehr wichtig, dass dieses Teil ja ziemlich massiv ist. Bei der Bärland-Drechselbank, die ich euch gezeigt habe, die ich euch vorgestellt habe, war eine Planscheibe dabei, die sehr, sehr dünn gebaut war. Die war auch aus Aluminium, das hier ist ein relativ massives Teil. Wenn die sehr dünn gebaut ist, kann es halt vorkommen, dass ihr die Planscheibe verbiegt, wenn ihr mit dem Werkzeug drin hängen bleibt. Eine weitere Sache, die ganz wichtig oder die wichtig ist, wenn man kleinere Schalen dreht und da noch nicht so viel Gefühl hat, sind hier diese Spannpunkte. Da kann man mit einem Schlüssel das Ganze lösen. Wenn ihr größere Schalen drechselt, könnt ihr die einfach an der Schale festhalten und öffnen. Aber gerade wenn ihr kleinere Schalen drechselt, ihr seht es auch gleich nochmal, habt ihr hier vielleicht so ein bisschen Probleme, das Ganze zu lösen. Also was ist wichtig? Das Ding sollte sehr, sehr massiv sein und gegebenenfalls sollten hier solche Spannelemente sein, dass man es halt neben dem Schlüssel lösen kann, wenn die Schalen kleiner sind. Was die Lochteilung angeht, hier sind jetzt nur 4 Löcher, reicht auch in den meisten Fällen. Es gibt auch hier diese Planscheiben mit wesentlich mehr Schrauben, braucht man in den meisten Fällen nicht. Ich habe hiermit, wie gesagt, schon sehr, sehr große Schalen gedrechselt, hat auch sehr gut funktioniert. In den meisten Fällen markiert man hier so ein Stück Holz mit einem Zirkel und dann hat man hier immer so einen kleinen Mittelpunkt, wo die Zirkelspitze halt eben eingestochen war. Das nutze ich halt eben immer, um die Planscheibe auszurichten. Von Auge das Ganze auszurichten reicht auch in den meisten Fällen. Jetzt braucht man natürlich noch Schrauben, mit denen wir halt eben das Holz festschrauben können. Ich benutze hierfür immer ganz normale Holzschrauben. Kleiner Tipp hier am Rande, benutzt diese Schrauben, wenn ihr mehrere Schalen hintereinander drechseln möchtet. Im besten Fall nicht öfters als 2-3 Mal. Wenn er die mit dem Schlagschrauber festzieht, dann längen die sich immer so minimal und wenn er das halt eben zu oft tut, dann brechen die auch ganz gerne mal ab. Also ich benutze diese Schrauben tatsächlich in den meisten Fällen 2 Mal, dann fliegen sie in die Tonne und ich hole neue Schrauben, weil die brechen dann auch irgendwann so ein bisschen ab und das macht keinen Spaß, wenn man die Schraube ja versucht wieder rauszufummeln. Also ich richte das Ganze einfach mittig aus, nehme mir dann meinen Schlagschrauber zur Hilfe und schraube zunächst die erste Schraube leicht rein. Dann arretiere ich es nochmal so ein bisschen und schraube die zweite Schraube dann schon fest. Jetzt schrauben wir das Holz natürlich auf und aus dem Grund muss die Vierzack-Mitnehmerspitze raus. Die treibe ich hier einfach aus, weil das ein Morsekegel ist. Die brauchen wir in dem Fall jetzt nicht mehr. Ich drehe jetzt den Reitstock so ein bisschen, das ist dann einfach ein bisschen ergonomischer und ihr könnt es noch ein bisschen besser sehen. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr hier dieses Stück Holz aufdreht, ist, dass ihr es von Hand aufdreht. Ich habe es früher auch so getan, dass man es ein bisschen aufgedreht hat und hat dann die Maschine eingeschaltet. Aber dann schlägt die Maschine mit solcher Wucht hier auf die Planscheibe, dass ihr das nicht mehr gut runterbekommt. Also dreht das einfach von Hand langsam auf, bis ihr halt eben kurz vor diesem Absatz von der Aufnahme seid. Und dann gebt ihr eben einfach einen kleinen Zack, bis ihr dieses Schlagen hört und dann ist das auch wirklich stabil aufgeschraubt. Hier seht ihr 2 Gewindelöcher. Die sind dafür gedacht, dass ihr, wenn ihr größere Teile aufspannt, dass ihr hier eine Madenschraube reinschraubt. Diese drückt dann einfach auf die Spindel und verhindert halt, dass das Holz sich losdreht. Das Ganze ist jetzt aufgespannt und das ist jetzt so der erste Schritt, bevor wir die Innenseite bearbeiten. Jetzt können wir die Außenseite der Holzschale wirklich sehr, sehr gut bearbeiten und haben wirklich einen sehr, sehr guten Halt. Als nächstes kommt der nächste Schritt, genau, und zwar ist es der Rezess. In den meisten Fällen benutzt man ein Spannfutter, um eben die Holzschale von der Außenseite zu greifen, um die Innenseite zu drechseln. Meistens drechselt man hier einen innenliegenden oder einen außenliegenden Rezess. Den wählt man entweder nach dem ersten Punkt, weil es ist die Stabilität, je nachdem, was ihr braucht, ist ein außenliegender Rezess stabiler. Aber ein innenliegender Rezess ist in meinen Augen in den meisten Fällen schöner. Ich werde jetzt mal den Unterschied zeigen, wie die aussehen und werde dir sagen, was dort wichtig ist. Und ich werde dir zeigen, wann es wichtig ist, halt eben einen außenliegenden Rezess anzudrechseln.
Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Holzschalen, sind beide schon in Schalenform. Diese ist jedoch fertig und die ist erst vorgedrechselt. Ich finde in den meisten Fällen einen innenliegenden Rezess ansprechender vom Design her von der Holzschale als einen außenliegenden Rezess. Und in den meisten Fällen ist es auch ein bisschen stabiler, wenn die Holzschale auf einem innenliegenden Rezess steht. Denn da hat man einfach die Möglichkeit, dass man diesen gesamten Fuß größer gestalten kann. Wenn man das hier als außenliegenden Rezess gestalten möchte, dann braucht man schon ein ziemlich riesiges Spannfutter, was nicht notwendig ist. Wir gehen jetzt aber erstmal auf einen außenliegenden Rezess ein, den seht ihr nämlich hier und wann der halt eben Sinn macht. Wenn ihr jetzt Grünholz habt und die Holzschalen zum Beispiel vordrechseln möchtet, dann macht ein außenliegender Rezess sehr, sehr viel mehr Sinn. Welche Vorteile habt ihr hier? Ihr könnt mit einem geeigneten Spannfutter einen sehr, sehr großen Rezess anarbeiten. Kleine Information dazu direkt, sehr, sehr große Spannfutter kosten auch dementsprechend viel, ist in den meisten Fällen wirklich nicht notwendig, aber wenn ihr wirklich sehr, sehr große Holzschalen vordrechseln möchtet und da noch ein Ausstechwerkzeug benutzt, dann ist da die Stabilität vom Rezess sehr, sehr entscheidend. Ihr seht, wir haben hier einen Rezess, der hat so circa 16 cm Durchmesser und ist halt jetzt hier wichtig gewesen, weil ich hier eine Austrittvorrichtung benutzt habe. Ihr könnt sehr, sehr viel mehr Spannkraft von außen nach innen auf den Rezess anbringen als bei einem innenliegenden Rezess. Bei einem innenliegenden Rezess, so wie er hier ist, da spannen wir von innen nach außen, seht ihr schon einmal die Größe. Hier ist der Rezess viel kleiner. Das heißt, ihr habt weniger Spannfutterfläche in dem Fall, der dann das Holz spannt. Und vor allen Dingen könnt ihr dann auch das Holz, je nachdem wie fein die Schale ist, auch zerbrechen. Aus dem Grund, wenn ich Musik beim Drechseln höre, mache ich die Musik auch immer kurz aus, wenn ich das spanne. Denn man hört bei manchen Hölzern so ein bisschen Knarzen oder ein Knacken. Und das ist dann so das Zeichen, okay, genug gespannt, das muss jetzt reichen, sonst zerbricht einfach auch die Holzschale. Hier ist auch nochmal das, was ich meine mit einem innenliegenden Rezess. Hier kann man dann die Form viel, viel schöner anarbeiten. Da muss keine Schwalbenschwanzform hier außen angearbeitet sein, damit die Schale auch außen schön stehen kann. Denn bei einem Rezess solltet ihr so ein bisschen auf die Form eurer Backen achten. Ihr seht bei dieser Holzschale relativ stark, wobei es geht, weil die schon getrocknet ist, sieht man es nicht mehr so stark, dass hier eine leichte Schwalbenschwanzform angearbeitet ist. Das kommt einfach von den Spannfuttern. Hier seht ihr einfach, dass das Spannfutter quasi hier außen dieser Backen ein bisschen schräg ist und innen ist der quasi so schräg. Dann kann er das Holz einfach besser umfassen und es kann nicht so leicht aus dem Spannfutter, wenn wir uns die Holzschale jetzt so nehmen, dann kann die Holzschale nicht so leicht hier so rauskippen. Also aus dem Grund solltet ihr schon mal beim Rezess darauf achten, dass der Rezess der Form eurer Spannbacken entspricht. Wobei es hier aber auch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Spannbacken gibt. Hier in dem Fall ist der Spannbacken gerade. Wir haben aber hier diese verzahnte Form. Die gibt dann so ein bisschen die Stabilität, dass die Holzschale nicht so rauskippen kann. Aber darauf solltet ihr definitiv achten. Schaut euch mal euer Spannfutter an. In den meisten Fällen sind da die Backen, ein bisschen schräg angeordnet, damit ihr eben bessere Stabilität auf das Holz bekommt. Ein weiterer Punkt, bei dem ihr wirklich aufpassen solltet, wie ihr das Ganze spannt, da habe speziell ich ganz, ganz am Anfang nicht drauf geachtet, und zwar ist das der Durchmesser von eurem Rezess. Ihr könnt natürlich den Rezess so groß machen, wie das Spannfutter halt eben spannen tut, aber das macht keinen Sinn, denn das ist dann ein bisschen gefährlicher, wenn ihr das hier benutzt. Ich schraube das Spannfutter jetzt mal ganz auf, dann seht ihr besser, was ich meine. Das hat zudem auch noch einen weiteren Nachteil. Und zwar seht ihr hier ganz gut, wenn ihr den Rezess quasi mit so einem Durchmesser anbringen würdet, dann würdet ihr nur noch hier auf den Spitzen spannen. Und außerdem habt ihr halt hier einen großen Nachteil, was die Sicherheit angeht. Eure Spannbacken liegen außerhalb. Das bedeutet, wenn ihr jetzt mit eurer Hand hier drankommt, könntet ihr euch da auch wirklich, wirklich böse wehtun. Also es hat wirklich keine großen Vorteile. Aus dem Grund empfehle ich definitiv, den Rezess so dick anzuarbeiten, wie das Spannfutter als Durchmesser hat, wenn ihr das Spannfutter fast ganz zudreht. Ich würde mir jetzt hier den Durchmesser nehmen, den Innendurchmesser, wenn wir zum Beispiel einen außenliegenden Rezess anarbeiten, würde den Durchmesser anpassen und da habe ich auch noch ein bisschen Futter und kann halt eben die optimale Spannkraft auf den Rezess aufbringen. Dazu habt auch hier keine Backen mehr, die rausstehen und ihr mit den Händen euch wehtun könntet. Und also ihr habt einfach nur Vorteile, wenn ihr das Ganze so einspannt. Beim innenliegenden Rezess ist das nicht ganz so wichtig, weil ihr das Spannfutter ein bisschen weiter im Holz versteckt, aber da gilt eigentlich das Gleiche. Dich hat das Ganze jetzt interessiert und du möchtest dir noch mehr anschauen, dann solltest du dir unbedingt diese beiden Videos anschauen. Da zeige ich dir einmal, wie wir, wie gesagt, aus einem Stück Brennholz eine wunderschöne Schale herstellen, die auch nicht direkt aussieht wie eine Schale. Und in dem anderen Video zeige ich dir, wie man exzentrisch drechselt. Dort siehst du auch nochmal ein bisschen besser, was ich mit dem Spanndurchmesser von dem Spannfutter gemeint habe.
Und aus dem Grund solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Auf meinem Kanal gibt es aber noch weitere Videos. Das soll jetzt mit so ein paar Basics gewesen sein, was ich tagtäglich beim Drechseln benutze, was mir aufgefallen ist, was halt eben am wichtigsten ist. Und ich freue mich, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist und wünsche dir einen ganz tollen Tag. Tschüss.